So, gut, dass wir hier angekommen sind, denn ich habe erstmal einen riesen Hunger. Also, wo ist die Pizza? Mikrowelle. Hier nicht eine Gabel? Okay. Hier ist entkoffeinierter Kaffee. Tricky, tricky. Normaler Kaffee, okay. Da ist eine Kaffeemaschine. Interessant. Okay, pass auf. Wir nehmen erstmal die Gabel mit, die kann man immer brauchen. Vor allem, wenn man sich am Rücken kratzen möchte. Schauen wir uns die mal an. Was ist es? Eigentlich kann man das nicht direkt eine Gabel nennen. Okay. Ich würde natürlich jetzt gerne wissen, was es ist. Eigentlich kann man das nicht direkt eine Gabel nennen. Sondern? Na? Das sagt er nicht. Das bleibt sein Geheimnis. Öffnen wir mal die Mikrowelle und gucken, was da drin ist. Die fasse ich nicht an. Diese Dinger haben so ihre Schwächen. Okay. Können wir die auch nicht mitnehmen, scheinbar, ne? Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Du willst nicht. Das kann. Du willst einfach nicht, Kollege. Aber du musst. Aber wir nehmen mal den entkoffeinierten Coffee mit. Coffee mit? Entkoffeinierten Coffee mit. Braunes Wasser. Ja. Denke ich mir auch oft bei entkoffeinierten Kaffee. Ich trinke ganz ehrlich den letzten entkoffeinierten Kaffee. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist. Aber egal, tut nichts zur Sache. Wir nehmen noch den zweiten auch noch mit. Komm. Was sagt er dazu? Ich glaube, ich könnte mein Auto damit einschmieren. Ich könnte mein Auto damit einschmieren. Unser Auto vor dem Haus? Meinst du das? Red mit dir selbst, komm. Geht nicht. Aber die Kaffeemaschine, die da stand, können wir gleich noch mitnehmen. Kaffeemaschine? Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Ich glaube, die brauchen wir auch nicht. Heutzutage haben wir Kapseln und Pads. Da brauchen wir nicht mehr so eine Kaffeemaschine. Außer wenn viele Leute kommen. Aber egal, ich schweife ab. Okay, dann gehen wir mal durch diese Tür. Ich glaube, hier ist nichts mehr sonst. Bin gespannt. Okay, hier ist der Waschraum. Alles klar. Was haben wir denn hier? Fangen wir mal hier an. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Waschmaschine. Schauen wir uns die mal Sieht kaputt aus. an. Oh, ist kaputt. Da. Müssten wir eigentlich jemanden anrufen, der die repariert. Aber das machen wir morgen, würde ich sagen. So, dann ist hier ein Schrank. Den öffnen wir auch mal. Wupp. Oh, ein Trichter. Sehr schön. Komm, nimm Trichter. Trichter, entkoffeinierten Kaffee. Trichter, entkoffeinierten Kaffee. Mal überlegen, was wir damit machen können. So, was haben wir noch hier? Do not sit on machines. Also für die Frauen unter euch, dieser Hinweis ist für euch. Nicht auf die Maschine sitzen. Münzschlitz. Alter. Egal, öffne mal den Trockner. Ist da irgendwas drin? Na? Das ist ein Münztrockner. Ein Münztrockner. Aber es scheint leer zu sein. Okay, sonst ist hier, glaube ich, nichts. Ich meine, ich möchte jetzt ungern mein Geld hier in den Trockner schmeißen. Wir haben nicht so viel. Wir haben nur diese eine Münze. Aber gucken. Benutzen, benutzen, benutzen. Ich speichere vorher nochmal ab. Moment. Man weiß ja nie. So. Let's play. Ach komm, speichern einfach ab. So. Dann benutzen wir mal die Münze. Also den Groschen mit dem Münzschlitz. Der nimmt nur 50er. Nein. Ach, ich liebe es. Wie beim Kartenautomat, oder Kassenautomat in der Bahn. Wenn ich dann merke, ich habe nur ein 2-Euro-Stück, aber das kostet 1,90 und dann nimmt einfach mein 2-Euro-Stück nicht an. Ihr lacht? Ja, schon öfters mal passiert. So, die ist defekt und hier können wir nicht benutzen. Das heißt, für uns gibt es hier nichts mehr zu tun. Hier waren wir auch schon, dann gehen wir auch wieder durch und gehen zurück zum Foyer. Am Uso vorbei. Achso, die Tür ist zu. Klar. So, da waren wir drin, da waren wir drin. Draußen waren wir. Ich guck nochmal gerade hier. Lässt mich nicht in Ruhe. Also. Nee, da waren wir auch schon. Hier in der Pendeluhr waren wir drin. Das heißt, wir müssen definitiv nach oben weiter. Du-dum, du-dum, du-dum. So, da sind wir. Was haben wir hier? Eine Eistruhe. Die öffnen wir mal. Vielleicht ist irgendwas Leckeres drin. Schau mal rein. Sie ist ziemlich kalt. Komisch. Dann machen wir sie wieder zu. So. Okay. Hier ist ein Bonbonautomat. Pass mal auf. In diesem fluoreszierenden Licht sehen die Bonbons echt lecker aus. Was haben wir denn da drin, Mensch? In diesem fluoreszierenden Licht sehen die Bonbons echt lecker Oh aus. Mann, sag doch, was drin ist, sonst kann ich mich nie entscheiden. Egal. Ich will Bonbons. Ich will Bonbons. Ich will Bonbons. Besser nicht. Verdammt. Dann nicht. Okay, es sind drei Türen. Tür 1 mit einem W drauf,
Tür 2 mit einem R drauf und Tür 3 mit noch einem R drauf, glaube ich, soll das sein. Ja. 1, 2 oder 3. Welche gehen wir? 1, 1, 2, 2, 3, 3 oder diesen Umschlag. Oder diesen Umschlag. Nein, wir nehmen definitiv die Tür mit dem W. Da gehen wir jetzt rein. Achtung, ich bin neugierig. Hier müsste eigentlich Zonk eingeblendet werden. Mal gucken, vielleicht mache ich das. So. Hier schläft einer, okay. Machen wir mal die Tür zu. Ach, ein Schlüssel. Sehr schön, nimm mit. Wupp. Ich darf schön die Geräusche immer, die da kommen. Schauen wir uns mal die Schlüssel an. Da sind eine ganze Menge Schlüssel dran. Oh, Alter. Den Schrank können wir nicht aufmachen. Okay, dann haben wir hier einen Fernseher. Schau mal an. Dieser schöne 4000-karätige Diamant kann schon heute Ihnen gehören für den Wahnsinnspreis von 2 Millionen Dollar. Die Telefonnummer lautet 1800 Star Wars. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance. Alles klar, wir brauchen 2 Millionen Dollar. Wir haben einen lausigen Groschen. Also uns mangelt es definitiv, wie so immer, im Leben an Geld. Und 1800 Star Wars. Werbung, Werbung, Werbung. Egal. Ja, schließe Fernseher. Geht das? Besser nicht. Ja, benutze. So, mal aus die Kacke, ich weiß. Läuft eh nur Kack. ASI-TV. So, dann haben wir hier einen Massagefinger-Zahlschlitz. Okay. Kann man den nehmen? Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Was ist das denn? Guck's dir mal an. Nicht gut drauf? Einfach mal Massagefinger probieren. Einen Groschen rein und der Spaß geht los. Einen Groschen? Ah ja. Okay, das machen wir später. Wir gucken uns erstmal diesen fetten Typen hier an. Lange Nacht gehabt. Warte mal. Nichts für ungut. Ich glaube, wir sollten erstmal. Genau, da ist nämlich noch ein Pulli drunter. Den sollten wir uns erstmal nehmen, bevor wir ihn wach machen. Ich kann ihn nicht nehmen. Der Mann liegt da drauf. Hier ist noch wieder ein Telefon. Schauen wir uns den Pulli erstmal an. Meine Oma schenkte mir mal so einen zum Geburtstag. Okay, wollen wir den wirklich haben? Das liegt ein dicker Mann auf dem Pulli, der hässlich ist. Also ein schwitzender dicker Mann auf einem hässlichen Pulli. Genau, kratz dich erstmal. Okay, wir reden vielleicht doch mit ihm. Meine Oma schenkte mir mal so einen zum Geburtstag. Rede mit ihm, meine ich. Schön, dass er auch sich hier hinstellt und genau hier hinguckt. So, fangen wir einfach mal an. Lange Nacht gehabt? Tja, ich glaube, das hat auch keinen Sinn. Versuchen wir es nochmal. Ich versuche die Welt vor einem Tentakel zu retten. Ich sag mal, nein. Tja, danke, Sie waren sehr hilfsbereit. Okay, wir haben einen Groschen dabei. Gut, gut. Ich glaube mal, dass wir den hier einfach mal reinschmeißen und gucken, was passiert. Oh, 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 Erdbeben, Erdbeben. Alter. Und jetzt? Was ist jetzt? Alter, jetzt können wir den Pulli erst recht nicht nehmen. Sie liegt da richtig drauf. Jetzt komme ich fast dran, aber der Dicke liegt noch drauf. Alter, das ist scheiße. Achso, hier ist noch eine Beobachtungskamera. Krass, guck mal an. Hallo da oben. Das Grinsen. Ja, scheiße. Tja, wie kommen wir an den Pulli dran? Ich will den Pulli. Ach, ich glaube, das bringt nichts. Wir gehen wieder raus. Unser einziges Geld ist futsch. Toll gemacht. Oh, Nachricht. Froh, froh, Smaragd gestohlen. Runde Abdrücke hinterlassen. Extrablatt, Extrablatt. Okay, gut. Da ist nichts zu holen. Gehen wir in den Raum mit dem R. Also dem ersten Raum mit dem R. So. Zack. Es ist sinnlos. Niemand wird sich hier für mein Design interessieren. Also werde ich meine Karriere hier in diesem schäbigen Motel beenden. Wie angemessen. Nicht mal das kann ich richtig machen. Alter, Alter, Alter. Traurig, das ist wie in einem schlechten Movie. Wir schauen uns aber erstmal um. Hier ist ein Fernseher, hier ist... Rest, okay, wieder ein Telefon, Poker spielende Hunde, das Bild ist ja bekannt. Scherzpistole.
Ach, er heißt Dwayne. Sehr gut. Brauchen wir auch gar nicht mehr mit ihm reden. Und hier war Zaubertinte. Wir nehmen uns einfach mal die Zaubertinte. Moment. Ha, er hat es nicht gemerkt. Sehr gut. Und hier ist wieder eine Kamera. Achtung. Kamera. Action. Das ist modernster Standard. Ja. Ich glaube, wir müssen mit dem Typen reden. Ich glaube nicht, dass wir reinkommen. Nein. Hier ist eine Kette, aber die kriege ich nicht auf. Benutze Tür. Besser nicht. Öffne Tür. Es scheint nicht aufzugehen. Okay, dann bleibt nur die Methode, mit ihm zu reden. Hallo, ich bin Bernhard, wer bist du? Puh, du siehst deprimiert aus, vielleicht kann ich dich aufheitern. Ja, das ist Dwayne, wir wissen es doch. Egal. Hallo, ich bin Bernhard, wer bist du? Dwayne, deprimierend, oder? Dwayne, deprimierend, oder? Das ist nochmal ein blöder Name. Naja, wer so aussieht. Ja, du siehst deprimiert aus, glaube ich. Ja, komm, machen wir das. Puh, du siehst deprimiert aus. Was hat dich darauf gebracht, Schlaumeier? Die Pistole. Die Pistole war ein richtiger Knüller. Ich habe eine Krise. Kummer ohne Ende. Ich bin ein Neuheitendesigner. Ich hatte ein paar gute Ideen. Der explodierende Lutscher, juckende Schwarzpulver, umgedrehte 3D-Gläser und vieles mehr. Das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Ich hab's überall probiert, aber keinen interessiert's. Ich wünschte nur, wenigstens einer würde die Sachen gut finden. Einmal nur. Ja. Ich mag deine Designideen. Nun, ich meinte nicht dich. Das wäre auch zu einfach gewesen. Nehmen wir das nochmal. Was sagtest du noch, machst du? Ich bin ein Neuheitendesigner. Das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Ich hab's überall probiert, aber keinen interessiert's. Ich wünschte nur, wenigstens einer würde die Sachen gut finden. Einmal. Ja, ist ja gut. So, so. Vielleicht kann ich dich aufheitern. Oh, ich kann es kaum erwarten. Mal gucken, was wir machen. Warum pfeifst du nicht einfach ein lustiges Lied? Vielleicht hilft etwas Gymnastik. Lass uns lieber über Philosophie reden. Vielleicht kann ich dich doch nicht aufhalten. Okay, dann nehmen wir mal das mit dem Pfeifen. Warum pfeifst du nicht einfach ein lustiges Lied? Ich habe eine Pfeife erfunden, die Lippen grün färbt. Niemand mochte sie. Ich frage mich gerade nach dem Sinn ein bisschen, aber ich glaube, das muss ich nicht weiter hinterfragen. Versuchen wir es mal mit Gymnastik. Vielleicht hilft etwas Gymnastik. Als ich das letzte Mal Gymnastik machte, habe ich meine Milz verrenkt. Alter, ein Versuch noch. Lass uns über Philosophie reden. Gut, hier ist meine Philosophie. Das Leben ist komplett sinnlos, speziell meins. Oha, Nietzsche. Wüsste bestimmt einiges dazu zu sagen. Meinst du, die Existenz erfordert auch ein Ziel? Hast du Camus gelesen? Oder, nee. Wir fangen mal mit dem ersten an. Nietzsche wüsste bestimmt einiges dazu zu sagen. Wen kümmert's? Philosophen sind alle Versager, die es nicht geschafft haben, so wie ich. Nette Musik spielen sie hier, oder? Es ist aus der Fahrstuhl-Klassik-Serie. Es scheint so, als ob dieses Lied den ganzen Tag läuft. Ich war noch nie so deprimiert. Dann eben nicht. Kann ich verstehen. Alter, wie kann ich jetzt die Pistole bekommen? Muss doch eine Möglichkeit geben. Wir reden nochmal mit ihm. Achtung. Hallo. Bitte, ich bin zu deprimiert zum Reden. Alter, schick mich nicht weg. Na gut, ich glaube, hier haben wir auch erstmal nichts gewonnen. Können wir irgendwas benutzen mit ihm? Nö, ne? Irgendwie ist alles so ein bisschen blöd momentan. Dann gehen wir zurück und benutzen die letzte Türe. So, Achtung. Tür Nummer 3. Ist da unter Zwang verbogen? Wir werden es erfahren. Grün! Bernhard! Was machst du hier oben? Tja, ich konnte Purpur nicht stoppen und er ist losgezogen, die Welt zu erobern. Ich habe Angst vor dem, was er mit mir macht, wenn er mich findet. Beantwortet das deine Frage? Ja. Hey! Was gibt's, Bernhard? Ja, ich muss auch sagen, diese Figuren finde ich unheimlich geil. Ich habe so ein Tentakel-T-Shirt extra, weil ich die so hammer und richtig abfeier, wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Aber egal, jetzt geht's weiter. Was glaubst du, was Purpur jetzt macht? Nun, er will die Welt übernehmen. Also denke ich mal, er wird etwas Gemeines anstellen.
Klingt gut. Ach, hier, guck mal hier, auch ein Sturmtruppler. Klasse. Macht er Genexperimente mit kleinen Schmusetieren? Ich will es nicht beschwören, aber ich dachte da mehr an etwas Politisches. Krass. Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Wie geht es deiner neuen Band? Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Ich habe Angst, den Raum zu verlassen. Ich glaube sogar, dass ich mich nicht vom Fleck rühren kann. Purpur macht mir höllische Angst. Feigling, echt, ey. Wie geht's deiner neuen Band? Grüntee und die Sushi-Teigs? Wir machen uns gut. Wir haben uns entschieden, die Qualität unserer Band zu verbessern. Berauschende Dreiton, Stimmenharmonie, provokative lyrische Inhalte, sorgfältig zusammengesetzte Melodie und klare Aussagen. Wirklich? Was für eine Qualität ist das? Provokative lyrische Inhalte? Lautstärke, Mann, Lautstärke! Yeah. Wir müssen das ändern, um eine Chance auf ein Grimmi zu haben. Wir nehmen die Pausen raus. Brauchtet ihr nicht vor kurzem einen neuen Gitarristen? Arbeitet ihr am neuen Album? Schon mal im Radio gewesen? Wunderprächtig. Arbeitet ihr an einem Album? Ja, wir machen eine CD. Rap auf der Stirn. Da sind ein paar Stücke in der Anlage, wenn du sie hören willst. Brauchtet ihr nicht vor kurzem einen neuen Gitarristen? Ja, aber wir haben uns dann für einen Typen entschlossen, der Elektrowerkzeuge spielt. Dadurch kriegen wir mehr Sound. Heavy Metal. Sehr schön. Schon mal im Radio gewesen? Nein, fürs Radio sind wir etwas zu unkonventionell. Aber wir haben viele Fans in der Szene. Großartig. Jupp. Wer ist Jupp? Egal. Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Frag nicht. ja. Wie setzt sich ein Tentakel in ein Sitzkissen? Oh, das ist ganz einfach. Wieder rauszukommen ist viel schwieriger. Oh meine Fresse. Ja, dann noch eins. Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Nein, Purpur hat sie hergebracht, nachdem er Arme bekam. Er war aber ziemlich enttäuscht, weil er keine Finger hat. Man sieht sich, Grün. Ja, viel Glück beim Weltretten, B-Man. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben einen Sturmtruppler, den wir nicht anklicken können. Dann haben wir ein Videoband. Okay, schauen wir uns das mal an. Kein Etikett, wahrscheinlich unbespielt. Dann nehmen wir uns das mit. Okay, dann haben wir eine Anlage. Schau mal an, die Anlage. Ziemlich viel Power in dieser Anlage. Ich kann es kaum erwarten, meine CDs auszuprobieren. Haben wir welche jetzt dabei? Nee, ne? Mist. Ach, mach mal einfach mal an. Wow, das ist laut. Ah, Moment. Jawohl, ich habe eine Idee. Pass auf. Bam! Demolier das Zimmer. Da fällt die Kotze von der Decke. Sehr schön. Boah, Alter, ich glaube, wird schwindelig, wenn ich das hier nochmal lange höre. Moment. So. Hui. Das geht ab, Alter. Das geht ab. So, okay, dann haben wir noch die Möglichkeit. Das ist grün. Das ist ein... Oh, Welteroberungspläne. Sehr schön. Vielleicht können wir da was Neues erfahren. Oh oh. Sieht so aus, als ob es klappen könnte. Mist. Mist, Mist, Mist. Können wir die mitnehmen? Ich will die Welt nicht erobern. Alter. Ich will doch nur wissen, ob wir die mitnehmen können. Ein Mauseloch. Es ist ziemlich klein. Wenn ich mich recht entsinne, ihr habt ja meinen letzten Sam & Max Let's Play gesehen, müsste dort eigentlich Geld versteckt sein. Achtung, probieren wir es mal. Besser nicht. Mist, ich glaube in diesem Fall ist es leider nicht so. Dann eine Bowlingkugel, nehmen die mal mit. Das ist zu schwer für mich alleine. Nett. Dann noch ein Globus, der bringt uns auch nichts. Dann haben wir hier noch ein Bett, das bringt uns leider auch nichts. Schade, würde ich sagen. Ist hinter der Tür noch was? Yeah! Metal Mel. Okay. Gut. Das war's. Wir gehen weiter. Eins nach oben.